und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute eine Leihgabe vom lieben Outdoor Heinz, die Condor Echo Parang mit einem Never Lost Polypropylen Griff, mit einer schönen Öse, richtig toll in der Hand, wirklich. Hat so in etwa die Größe der kleinen Parang von Packrills. Ja? Allerdings haben wir hier einen 1075 Kohlenstoffstahl verbaut, drumherum gegossen, hoffentlich im Full Tank. Gehen wir von aus. 1075er High Carbon Steel mit 27,5 cm Gesamtklinge und 44,9 cm Gesamtlänge. Ich kann sagen, das Ding ist so in etwa bis dahin, wo diese, ich weiß nicht, ist das eine Brünierung oder ist das durchs Härten? Ich gehe mal davon aus, dass das, weil so wie das, wie das aussieht, ihr seht das, ist das wohl eher brüniert, glaube ich. Ja, partiell so durch ein Härten das so hinzukriegen, habe ich selber jetzt noch nicht gesehen. Und da ich hier so ein paar Schlieren sehe, seht ihr das? Gehe ich davon aus, dass es künstlich aufgebracht ist, also Brünierung. Bluing nennen sie das. Man kann so ein bisschen hier im Vorgriff gehen, um halt feiner zu arbeiten, zum Beispiel Löckchen zu machen. Ja. Falls man sonst nichts hat. Na, seht ihr? Griff liegt, wie ich sagte, toll in der Hand. Der kann wohl auch was ab. Wir haben eins vergessen. Batoning. Soll ich noch batonieren damit? Weil wir haben nämlich eigentlich hier, man kann sagen, ab zwei Drittel ist das ballig geschliffen. Leicht ballig, wenn man das sehen kann. Ja? Die wiegt 562 Gramm. Wir haben eine Nylonscheide dabei. Kostet, glaube ich, beim Lasse. Wie gesagt, die ist nicht mir, die habe ich beim Lasse nicht bekommen, der mir nicht geliehen, ist vom Auto Heinz. Ob der die jetzt beim Lasse gekauft hat, weiß ich nicht. Packe euch aber den Link dazu in die Beschreibung. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Paracord dran, um die zum Beispiel beim Gehen, also man könnte das aufdröseln und dann am Gürtel tragen und am Bein unten befestigen, dass das nicht so hin und her wabbelt. Ne? Also, Condor Echo Parang, ziemlich geiles Teil. Lässt sich auch ein Bier mit öffnen, aber ja, nach dem Arbeiten kann man ruhig mal, aber nicht vorher. Ja? Cooles Ding, gefällt mir gut. Parangs finde ich sowieso ziemlich geil. Der eine oder andere könnte jetzt sagen, was du damit gemacht hast, dafür ist die nicht geeignet. Oder wurde die nicht hergestellt? Wer weiß das schon. Klar, man hat gesehen, ich habe damit den Busch auch gekürzt. Sie ist eine Busch-Machete, aber jeder soll mit seinem Werkzeug machen, was er möchte. Ich zeige noch ganz kurz die Klinge nach der Beanspruchung. Ja, da ist nichts dran. Kein Chipping, kein Rolling, nichts. Das Ding ist wie neu. Jo, gibt es noch mehr dazu zu sagen? Ich glaube eher nicht. So, das war mal so ein Hardcore-Test hinterhergeschoben. Da war noch nichts dran. Nichts kaputt. Keine Rollen. Keine Ausbrüche. Good job, Condor. So, ich sag danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Kommt gut durch die Pandemie. Bleibt am besten zu Hause oder wenn ihr so ein Grundstück habt wie ich. Da könnt ihr euch drauf bewegen, ohne dass ihr euch in Gefahr begebt. Macht's gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Was jetzt morgen kommt, weiß ich noch nicht. Also dann, macht's gut. Schwenkt den Hut. Tschüss ab und schwenkt die Kappe. Bye-bye.
Hey, da seid ihr noch. Mal. Gut. Das habe ich jetzt zum Schluss noch mal hinten dran gepackt. Sag ich was für den Hendrik. Hendrik, ich muss deine Machete leider noch ein bisschen sauber machen. Ja? Die hat hier gute Dienste geleistet. Aber geil. Lukas liegt da hinten in der Sonne. Mal gucken. Ja, ich habe ein paar Bäume fällen müssen, leider. Die waren kaputt, aber da hinten liegt der Lukas neben dem Baum. Dann genießt die Sonne. Hendrik, ich habe dir eine kleine Modifikation gemacht. Lofty Wiseman D-Griff, warte mal, schluss, hat man gerade eben abschneiden. Hinten. Dann werde ich das zu Hause abflammen. Ich habe jetzt kein Feuerzeug dabei, oder? Nee. Seit ich nicht Raucher bin, ist das selten, dass ich ein Feuerzeug habe. Aber ich muss da mal eins reinpacken. Als kleines Survival EDC Gedöns. Kleines Lofty Wiseman Lanyard. Einfach so drüber legen. Ja, zack, hier drüber. Dann klebst du die hier so ein und dann fällt die dir auch beim Choppen nicht mehr aus der Hand. Ja? Also, geiles Ding. So, das war Modifikation numero uno. Dann habe ich das. Deine Scheide genommen, die Scheide deines Messers. Deine Scheide genommen. Und da kommt von mir ein Camillus Messer, ein kleines Beimesser da rein. Ja? Das habe ich jetzt hier in diese Vordertasche reingetan. Ja, zack, bumm. Die habe ich dann mit Paracord. Ich habe dann hier hinten den Lappen da einmal umgeschlagen. Habe mit Paracord das hinten festgebunden. Das muss ich auch nochmal abflammen. Und somit hast du ein kleines Kit. Ja. Und das hatte ich auch vergessen zu erwähnen, dass hier vorne noch so eine Tasche bei ist. Damit hast du also ein kleines Bushcraft oder Survival Kit. Ich hätte mir gewünscht, es wäre auch nur in Orange, aber sowas machen die leider bei Camillus nicht. Sollte sie auf die Idee kommen, die Machete zu verkaufen, Vorkaufsrecht. Und dann habe ich auch mein Messer zurück. Ja? So, Hendrik, danke fürs Leihen. Danke für deine Freundschaft und komm gut durch Corona. War gut, mein Freund, und ich hoffe, die Geburt eures dritten Kindes verläuft planmäßig. Mach's gut, Hendrik.